Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder von und mit Makoto Konishi. Und heute die, vielleicht nicht seine Lieblingsvarietät, aber die für die Konishi Käufer am wichtigste Varietät, Karashigoi. Und was für ein Goshki von 70 nach 73 cm ist, das ist natürlich für einen Karashi wäre das vollkommen unspektakulär. Also 73 cm haben in Anführungszeichen die besten Nisei. In Anführungszeichen deshalb bei ihm aus dem Naturteich kommen sie zweijährig mit bis zu 68, 69 cm. Wer aber, so wie Reini zum Beispiel in Österreich, die Fische durchzieht, der kann zweijährig durchaus auch schon 90 cm haben, kann auch 80 cm haben. Also da gibt es allerhand Spielarten. So, letztes Jahr war er hier 90 cm. Und jetzt war ich wirklich gespannt, weil man hat ja die Futtermenge gesenkt. Aber er hat es immer noch auf 93 cm geschafft. Das sehen Sie auch gleich. Das ist jetzt eine Meterwanne. Oben Meter läuft dann leicht konisch zu. Also unten sind sie ein bisschen weniger. Ano karashi ni tsuite nani o kangaemasu ka? Karada. Karada. Also ich habe gerade gesagt, was hält er von diesem Karashi? Und dann sagt er Körperform. Karada wa dou desu ka? Karada wa ii desu yo. Doshite ii? Nani ga ii, ano karada wa? Nani ga ii? Sono... Zenbu ga, volume ga. So 93 cm no tame ni, volume wa jubun desu. Hai. Also er hat gesagt, die Körperform ist super, dann habe ich gesagt, was ist super an der Körperform? Dann sagt er, es ist alles gut, die Körperlinie ist gut, das Volumen ist gut. Atama mo okii, ne? Iro mo kirei. Hai. Doshite ano uroko to hada wa ano iro wa chigau desu ka? Tokidoki aru? Are wa atsukawa? Atsukawa wa nai, ne? Daitai mujimono wa iro ga chigau yo ne, atama to karada to. あ、頭と uroko はない。 肌と uroko。 厚皮だから。厚皮から。はい。 それも厚皮。はい。 Also, ich habe gerade gefragt, woher kommt das eigentlich, dass bei Karashi immer mal wieder die Haut, die die Schuppe einfasst, eine andere Farbe hat wie die Schuppe selber. Und dann sagt er, und das haben wir jetzt, hören wir schon zum dritten Mal, das ist Atsukawa, das ist die Art von Fukurin, wo die Haut dicker wird und nach oben wechseln, so einen dreidimensionalen Effekt bekommt. Und da die Haut bekanntlich eine andere Farbe hat als die Schuppe selber und auch eine andere Lichtreflexion, so kann das entstehen. Nansenshi made ni okiku naremasu ka? 1m以上だね。1m以上? Yakujumo? Kano? Also ich habe gerade gefragt, wie groß kann er bzw. sie werden? Dann sagt er, über 1 Meter. Dann habe ich gesagt, 1,10 Meter, ist das auch möglich? Dann sagt er, auch das ist möglich. Der ist übrigens als Dreijähriger hierher gekommen oder zweijährig, dreijährig denke ich. Dreijährig, so mit um die 75 cm ist er gekommen und hat heute, wie gesagt, 93. Und wenn er so weiter wächst, wird er ni sanen atto de tabun ichi meter des, ne? Also wird noch 2-3 Jahre dauern. Auch bei Karashi verlangsamt sich irgendwann das Wachstum und dann wird er den Meter erreicht haben. Ano Nihon ni ittara, are wa top class desu ka? Top class. Kashira mawari? Kashira mawari to tategoi no aida gurai. Also, ich habe gerade gefragt, wenn er in Japan wäre, wäre es ein Teil von der Kashira mawari und er sagt, er würde dazugehören. Und wenn man ganz ehrlich ist, man sieht auch nichts, wo man jetzt sagen könnte, dass da irgendwas nicht passt. Warui tokoro mo aru? Warui tokoro mo aru? Kono koi de? Warui tokoro. Fragen gerade, ob es auch einen schlechten Punkt gibt. Mai. Aru to shitara. Atama ga chotto dake karada kara shitara chichai kana. Also er sagt, wenn überhaupt, dann könnte man sagen, dass der Kopf im Vergleich zum Körper etwas zu klein ist, aber wie auch immer, was auch immer das zu bedeuten hat. So, hi, domo arigato gozaimashita. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, machen Sie es gut und bis zum nächsten Vlog. Ciao.